So, man läuft entspannt zum Wagen, sperrt auf, die Spiegel fahren raus und ihr seht schon auf dem Boden jetzt, mega geil, das AMG-Logo wie beim AMG GT63S. Ja, meine Freunde, willkommen zurück zum neuen Video. Heute gibt es wieder ein Video, sponsert bei DMP Car Design, und ich muss wirklich vorab nochmal kurz sagen, es gibt keine geilere Firma als die. Ja, die kommen aus China, aber die versenden so krass schnell mit DHL Express, ist unwahrscheinlich. Ich muss euch einen Screenshot einblenden von meiner Sendung hier, von dieser Sendung, sonst glaubt mir das echt kein Mensch. Es wurde am Mittwoch abgegeben in China und es war am Donnerstag bei mir in der Zustellung. Das müsst ihr euch vorstellen, ein fucking Tag von China hierher über DHL Express. Also echt richtig geil und vor allem auch dickes Lob an DHL, dass das so schnell geht. Und zwar ist hier drin eine Einstiegs- bzw. Auffindebeleuchtung für den C63 im AMG GT-Style. Das ist ja einmalig beim AMG GT. Dass der, wenn man aufsperrt, hier im Spiegel, kennt ihr ja, ist bei mir ja auch ein Licht drin, das wirft einfach nur weiß auf den Boden. Und beim AMG GT wird hier halt so eine lange AMG-Linie auf den Boden geworfen. Und das hat DMP eben nachimitiert und das gibt es sonst nirgendwo. Und das ist übelst geil. Deswegen, wir packen das Ganze jetzt mal aus und werden das in dem Video auch verbauen. Und schauen, wie das Ganze hier ankommt. Ihr könnt übrigens auch wieder 5% sparen mit dem Code Wilfried, den blende ich euch natürlich nochmal ein. Da gibt es bei DMP auf alles, was ihr bestellt, egal ob Android, Navi oder die Lichter, nochmal 5%. Lohnt sich natürlich am meisten, wenn ihr eine große Sammelbestellung macht mit ein paar Kollegen. So, hier haben wir das Ganze schon. Da sind die Dinger drin. Kommt wieder in so einer kleinen Schachtel, wie auch schon die Beleuchtung in der Tür. So. Schauen wir mal kurz. Mehr ist es nicht. Die werden dann einfach getauscht mit den vorhandenen. Und ist natürlich einmal rechts und einmal links. Ne? So. Mehr ist hier dann auch nicht drin. Ich habe jetzt in den zwei Tüten noch mal rumgewühlt, weil ich eigentlich noch was im Lieferumfang erwartet habe. Und zwar habe ich das dann auch gefunden, und zwar die zwei Widerstände. Denn ich wusste im Vorfeld schon, die haben mir gesagt, es kann sein, ein paar Autos brauchen die Widerstände. Da müsste man dann das Kabel hier rausnehmen, das blaue, den Widerstand dazwischen. Denn es kann sein, wenn wir das jetzt verbauen, dass das blinkt. Also immer so ganz kurz nur blinkt, das wollen wir natürlich nicht. Ne? Deswegen muss dann noch der Widerstand zwischengelötet werden. Aber wir probieren es jetzt erstmal so und bauen als allererstes natürlich die Spiegelkappe ab. Dazu habe ich mir hier vom Dio, danke nochmal an der Stelle, die Plastikkeile hier geliehen. Denn mit denen können wir perfekt, ihr seht das hier drüben, habe ich es schon gemacht, da liegt schon eine Spiegelkappe, das Ganze aushebeln. Komm mal hier rum. Da gehen wir hier unten drunter. Das ist natürlich eine ganz schöne Fummelarbeit, also sollte man auch ein bisschen vorsichtig machen. Um das Ganze dann langsam zu lösen. So. So, steckt jetzt eigentlich nur noch hier in der Ecke. So. Ab ist das Ganze. Der Stecker hat sich schon von selbst gelöst. Und so schaut jetzt die Spiegelkappe aus. Ne? Die ist jetzt komplett ab. Und jetzt sehen wir hier unten schon, da ist das Licht. Ne, ich hoffe, man sieht das. Muss ein bisschen heller drehen, denke ich. Hier unten drin ist das Licht. Dazu müssen wir hier den Stromstecker trennen, um das Licht auszubauen. So, und dann mit einem Keil unten rein, das Ganze aufhebeln und von unten drücken, und da ist das schon. So schaut das Originallicht aus und so schaut jetzt das aus, was wir dann reinbauen. Wie gesagt, wir testen das erstmal, das ist jetzt rechts, also der falsche, und verbauen das eigentlich direkt mal. Also es geht auch wirklich schnell, wenn wir jetzt nicht noch löten müssen, aber ich denke fast, das müssen wir noch machen. So, das ist die linke Seite.
So. Das war's schon, Filmer nach unten. Hier sieht man das ganz schön. Da sitzt das ganze Ding jetzt drin. Natürlich ist es jetzt noch hell, das heißt, ich sehe jetzt nicht, wie das natürlich im Endeffekt aussieht. Das werden wir euch aber zeigen, aber wir können zumindest sehen, ob das jetzt blinkt oder ob es nicht blinkt. So, wir haben uns jetzt beholfen mit einem Lumpen, also einfach hier oben die Sensoren abgedeckt. Keine Ahnung, wo genau die jetzt sitzen, aber auf jeden Fall funktioniert es jetzt. Das heißt, wenn man jetzt das Auto aufsperrt, kommt natürlich die Auffindbeleuchtung, das sieht man hier. Es wird von blau zu weiß und unter den Spiegelkappen geht es natürlich auch los. Man sieht jetzt hier das originale Licht, wie es durchgängig einfach weiß leuchtet. Und auf der anderen Seite sehen wir hier genau schon wie vermutet, es blinkt. Ja, ich drücke nochmal auf. Jetzt sieht man hier, ich hoffe man erkennt es, es blinkt halt. Das heißt, wir müssen den Widerstand jetzt da rein löten. Und dann sollte das Ganze funktionieren. So, wir haben jetzt alles aufgereiht. Also die beiden Lichter, die Widerstände, Lötzinn, Lötpistole und Abisolierband. Wir müssen natürlich jetzt die Widerstände hier reinmachen. Die sind noch zu lang. Das heißt, wir kürzen das Ganze jetzt hier an den Enden. Also wie gesagt, in Deutschland muss man das jetzt leider so machen. In anderen Ländern ist es vielleicht anders. Und müssen uns das blaue Kabel jetzt hier schnappen und trennen. So, das war eine Seite. Kannst du ruhig schon loslassen, das hält. Jetzt müssen wir das Ganze noch hier machen. Das kürze ich nochmal. Genau. Hältst du das nochmal so? Schön, aber selten. Hier unten würde ich gerne noch mal ein bisschen was drauf machen. So. Das Ganze liegt ja, wie schon gesagt, jetzt noch komplett offen. Deswegen wird das jetzt abisoliert, dass da nichts rankommt. So, das ist jetzt grob das, was gemacht werden muss. Ich werde das Ganze trotzdem nochmal komplett isolieren, aber jetzt schauen wir erstmal, ob es überhaupt funktioniert. Ich werde das auch jetzt gar nicht erst reintun, weil wie gesagt, ich isoliere das Ganze nochmal ab. Aber schon mal anstecken und schauen, ob es jetzt permanent leuchtet. So, wir sperren das Auto auf. Und wir sehen, es leuchtet permanent. Das heißt, es funktioniert jetzt. Wir sehen auf meiner Hand auch schon in Kleinformat jetzt, das Jeans sieht man auf der Hand, wie das dann leuchtet, also das AMG-Logo mit diesen Streifen. Das heißt, wir wissen, dass es jetzt funktioniert, werden die andere Seite auch noch mit dem Widerstand versehen, dann hoffentlich ein bisschen schöner beim zweiten Versuch und das noch komplett abisolieren. Dann sind wir eigentlich schon fertig. So, beide Seiten sind jetzt komplett abisoliert, so schaut das jetzt aus. Hier drüben haben wir alles schon wieder komplett montiert mit Spiegelkappe und ich zeige euch jetzt alles,
wie es ganz genau funktioniert hat. Also hinten schön einhaken. Kommt man wieder etwas schlecht ran. So. Jetzt sitzt, wird hier eingesteckt wieder. Ja, genau, falsch rum, so. Und kann dann sicher hier rein verstaut werden, sodass es sich nicht mehr löst. Das war's schon. Das Ding sitzt sehr gut. Und jetzt können wir die Spiegelkappe nehmen. Natürlich nicht vergessen, hier den Blinker wieder anzuschließen. Der wird hier einfach angesteckt. Und geht dann hier unten rein. Und dann können wir die Spiegelkappe schon nehmen. Wieder aufsetzen. Natürlich ein bisschen knifflig hier alles wieder zu finden. So, hier oben wieder rein. Und das war's schon. Genau, alles sitzt wieder. Wir machen nochmal einen Funktionstest. Sperren auf und sehen hier unten jetzt das permanent leuchtende Licht. Gut. Bis jetzt, das Video geht schon, keine Ahnung, 10 Minuten, habt ihr noch gar nichts von dem Teil gesehen, denn jetzt fahren wir erstmal in eine Parkgarage und zeigen euch erstmal, wie krass das wirklich aussieht. Und das machen wir jetzt, los geht's. So Leute, mittlerweile ist es ein bisschen später geworden, keine Ahnung, ob man noch mich sieht, das ist aber auch egal, Hauptsache man sieht jetzt die Auffindbeleuchtung. Und zwar, man läuft entspannt zum Wagen, sperrt auf, die Spiegel fahren raus und ihr seht schon auf dem Boden jetzt, mega geil. Das AMG-Logo wie beim AMG GT63S. Extrem scharf, kommen wir ein bisschen näher. Und vor allem wichtig natürlich das neue AMG-Logo. Wir gehen auch nochmal zur anderen Seite. Ich denke, film das Auto mal komplett. Das sieht mega krass aus. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera ein bisschen so rüber. Es sieht wirklich so geil aus. Ja gut, auf der Kamera wirkt es nicht so. Aber es sieht echt, echt gut aus. Hier auch nochmal schön zu sehen. Also wirklich, es hat was. Es ist natürlich nicht ganz so hell, ich zeige euch das jetzt nochmal mit diesen anderen Einstiegsbeleuchtungen, die ich habe. Die ist natürlich hier jetzt direkt am Boden, also hier unten in der Tür. Und das ist logisch bei dem, dass wenn das im Spiegel sitzt, das nicht ganz so hell ist. Das ist klar, es ist einfach ein Meter Abstand. Aber jetzt ist natürlich die Frage, behält man die Türbeleuchtung und lässt nur die Außenbeleuchtung oder behält man einfach beides. Weil ihr seht, beides zusammen ist, denke ich, too much. Aber das ist ja, wie gesagt, nur an, wenn man das Auto aufsperrt. Also wenn man jetzt fährt und so, ist das Ganze ja aus. Das ist ja nur die Auffindbeleuchtung. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Nichtsdestotrotz, ihr habt es jetzt gesehen, ihr könnt, wie gesagt, 5% sparen mit dem Code Wilfried. Link dazu ist nochmal in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und natürlich über ein Abo freuen. Ansonsten checkt mein Instagram ab, Link ist in der Videobeschreibung. Checkt DMP ab, checkt den Rabattcode ab. Und ansonsten viel Spaß mit dem neuen Produkt. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich glaube 121 Euro mit dem Rabattcode bestimmt noch ein bisschen weniger. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Red X on my skin, nigga, this war pain. I ain't slept like 4 days. I've been up, scheming, grinding, fuck, sleeping, fighting love, bringing more flame. Tighten up, we got Lord Slain, got the mightiest touch when I'm